Die Netzwerkagentur Generationen Wohnen ist Anlaufstelle für alle Ratsuchende zum Thema gemeinschaftliches, generationsübergreifendes Wohnen zur Miete oder im Eigentum, selbst organisiert oder bei einer Genossenschaft, bei einer Wohnungsbaugesellschaft, wo auch immer man heute noch etwas findet. Wir freuen uns auf den Beitrag von Constanze Krämer. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, diesen Prozess hier durch kommentieren zu dürfen. Leitlinien der Bürgerbeteiligung, das ist, glaube ich, was ganz Wunderbares, dass es jetzt endlich passiert auf dieser Ebene, weil es muss raus aus den Hinterzimmern der Stadtplanungsämter. Bebauungspläne dürfen nicht mehr im Flur 501 liegen, sondern sie gehören definitiv diskutiert und das deutlich breiter als bisher. Wir sind seit 10 Jahren eine Beratungsstelle im Land Berlin und Bürgerbeteiligung nehmen wir sehr, sehr ernst. Insofern finde ich es bemerkenswert, dass auch dieses Gremium, was so bunt zusammengesetzt ist, sich damit auseinandergesetzt hat und eigentlich zu ganz ähnlichen, sehr einfachen, aber sehr guten Wahrheiten gekommen ist und die würde ich gerne kommentieren. Wir haben etwa 400 Projekte, die wir betreut haben, davon haben 250 geklappt. Es ist auch so, dass man das Scheitern einplanen muss. Ist vielleicht auch noch mal ein Hinweis, den man das für eine der nächsten Runden mitnehmen sollte. Hehre Ziele, aber man muss auch damit rechnen, dass es anders gehen kann. Der Umgang miteinander, eine der schönen Leitlinien, die Sie aufgeschrieben haben, unglaublich wichtig. Ich habe mich hier bedient aus einem wunderschönen Buch, was ein Wohnprojekt hergestellt hat. Und die Illustrationen, die jetzt folgen, die sind alle aus diesem Buch. Ich danke schon mal hier der Illustratorin. Der Umgang miteinander ist eine wesentliche Gelingensbedingung. Bei unseren Gruppen ist er immer das erste Gebot. Offen, ehrlich, konstruktiv, wertschätzend, auch gewaltfrei kommunizieren ist wichtig, nach vereinbarten Regeln und auf Augenhöhe. Alle Bürgerinnen stärken ebenfalls die Lauten, die Leisen, die Bunten, die Dunklen, die Hellen, die Großen, die Kleinen, auch die Störer, auch die, die anders denken, die Kranken, die Gesunden, die mit Gemeinsinn und die, die den Gemeinsinn erst lernen müssen. Ganz wichtig wird sein, die passende Methode zu finden. Insofern bin ich ganz gespannt auf den nächsten Punkt, nämlich die Instrumente und den Instrumentenkasten, weil es ist nicht so einfach, ein Gremium wie dieses hier heute interaktiv zu beteiligen. Das kennen wir leidvoll aus eigenem Erleben mit Projekten, die 300, 400 Personen groß sind. Entscheidungsspielräume festlegen. Es ist mühsam, miteinander in den Diskurs zu gehen. Es ist unglaublich viel Diskussion und Reden miteinander möglich. Hausparlamente einmal wöchentlich, Plenumssitzungen auf den Konsens am besten reduzieren. Viele unserer Gruppen tun das und sie tun das erfolgreich und ich bin oft ganz stolz darauf, wenn wir solche Prozesse starten. Dafür braucht es ein stringentes Regelwerk, es muss zugeschnitten sein auf die jeweilige Gruppe. Es ist ganz wichtig, auch auszuwählen, wer sind die Akteure. Mal sind es eben auch die Kinder und Jugendlichen, aber vielleicht sind die es nicht in jedem Prozess. Mal sind es die Erwachsenen, mal sind es die Migranten, mal ist es eine ganz bunte Mischung aus allem. Ich glaube, man muss es jeweils auch zuschneiden. Und auf dieser Beteiligungsleiter, die wir vorhin gesehen haben, glaube ich, ist wirklich wichtig, wir müssen in den oberen Bereich kommen, nämlich das Kooperieren und das Koproduzieren. Und anhand der Gruppen kann ich deutlich sagen, die schaffen koproduzierende Stadt. Und auch das machen sie ziemlich gut, weil alle eine Stimme haben. Ich glaube, meine Zeit ist auch gleich zu Ende. Mehr gibt es dann unter Netzwerk Generationen oder nachher im Gespräch. Ich freue mich für die Runde. Hab noch Minuten. Wow, ich bin, glaube ich, schneller. Ich finde ganz wichtig, dass wir da oben landen beim Koproduzieren und wünsche für den weiteren Prozess ganz viel Erfolg.